Blocked Data Structures. Also da schauen wir uns nochmal an, wie man denn solche Logs auch programmiert, also wo wir auch reingehen, wie diese Log-Routine intern geschrieben ist. Und da schauen wir uns zwei spezifische Beispiele an, die es entsprechend gibt. Als einfach nochmal zur Zusammenfassung, was wir bisher hatten. Durch das Aufrufen einer Log-Routine wird versucht, Zugriff auf ein Log, also eine Art Token zu erhalten, das das alleinige Ausführungsrecht eines kritischen Abschnitts sicherstellt. Das heißt, nur der jetzt das Log hat, darf entsprechenden Code ausführen. Wenn noch jemand das Log aufruft, also nochmals aufruft, kehrt die Methode so lange nicht zurück, wie das Log nicht freigegeben wurde. Das heißt, ich hänge da erstmal drin. Ja, und erst wenn der ursprüngliche Aufrufer durch Unlock das Log wieder freigibt, kehrt eine der bisher aufgerufenen Log-Routinen zurück und lässt die Ausführung des kritischen Abschnitts zu. Das ist irgendein anderer Thread umsetzt. Genau, da kommt jetzt, es wäre es interessant, sich mal anhand vom x86er anzuschauen, wie das Ganze hardwareseitig unterstützt wird. Ein klein bisschen schauen wir uns das an. Und zwar die zwei Varianten, die auch im Ausdruckbuch genannt werden und die ich jetzt als Beispiel rausgezogen hatte, die zeigen wir anhand von Beispielcode, also das C-Pseudocode. Aber die beschreiben genau das, wie es bei dem x86er aktuell umgesetzt wird, diese Log-Geschichten. Ja. Und zwar schauen wir uns jetzt mal an, wie wir so Logs konstruieren können. Ja. Und zwar die Anforderungen an ein Log. Da haben wir drei Stück. Das eine ist einmal diese Mutual Exclusion. Das heißt, Logs müssen gegenseitigen Ausschluss ermöglichen. Das ist genau das, warum ich so ein Log ja möchte. Dann die Fairness. Also hat jeder Thread eine faire Chance, das Log zu erhalten, ja, sobald es wieder freigegeben wird. Anders ausgedrückt, es muss ja vermieden werden, dass ein Thread verhungert. Also auf Englisch hatten wir das hieß ja Starvation oder To Starve, ja, wenn er ewig auf ein Log wartet. Wenn ich viele Threads habe, wie stelle ich eigentlich sicher, dass wenn ich auf ein Log gewartet habe oder vielleicht mehrere Threads auf ein Log warte, dass jeder Thread mal drankommt. Das ist eine ähnliche Fragestellung, die wir ursprünglich bei den Prozessen beim Scheduling hatten. Das haben wir bei Threads auch. Und noch viel schlimmer, wir haben das eben mit den Logs. Also nicht nur, dass die drankommen, sondern kommen die auch dran, wenn sie gewartet haben. Und dann kommt noch die Frage nach dem Overhead. Ja? Also hält sich der Aufwand für einen einzelnen Thread in Grenzen, um das Log zu erhalten und wieder freizugeben? Also wie viel Rechenzeit oder CPU-Cycles braucht das eigentlich, da ich das überhaupt machen kann, ja? Und wie verhält sich das eigentlich mit der Performance, wenn ich ganz, ganz viele Threads habe und vielleicht auch mehrere CPUs? Und das schauen wir jetzt so nach und nach mal an, wie man solche Logs entsprechend konstruieren kann. Ja? Und der erste Ansatz, jetzt sind wir tatsächlich noch bei diesem Punkt, mit Interrupts deaktivieren. Ja? Also was kann ich machen? So rechts ein bisschen der Beispielcode, also wenn ich ein Log habe, dann würde ich die Interrupts einfach disablen. Das heißt, ich würde auch einen Timer-Interrupt disablen. Und wenn ich mit meinem Code fertig bin, würde ich alle Interrupts wieder aktivieren. Was würde das eigentlich machen? Ja? Das würde bedeuten, dass wenn ich in kritischem Code bin, also wenn wir an das x ist gleich x plus 1 denken, habe ich diese drei Assembler-Zeilen. Und wenn ich alle Interrupts deaktivieren würde, ja, was würde dann passieren? Das heißt, ich könnte diesen Code nach und nach ausführen, dann aktiviere ich die Interrupts wieder und erst dann kann ich wieder unterbrochen werden. Das ist super einfach, ist eigentlich eine ganz geschickte Geschichte, aber, wie Sie sich erinnern, ist eine privilegierte Operation. Das heißt, eigentlich ist es was, das sollte ein Programm am besten nicht machen, weil man könnte das ja auch missbrauchen. Ja, weil was ist denn, wenn ich in mein Programm hingehe, ganz am Anfang einen Log aufrufe und erst am Ende wieder ein Unlock einbaue. Und mein Programm läuft einfach. Ja? Und wenn ich jetzt alle Interrupts disabled habe, dann wird mein Programm oder mein Threads nie mehr descheduled. Ja? Also das läuft ewig weiter. Also so könnte ich das relativ einfach ausnutzen. Das heißt, ich gebe das quasi nicht mehr zurück und das Betriebssystem kann dann ja erstmal auch nichts machen. Dann habe ich das Problem, das funktioniert nicht wirklich auf Multi-CPU-Systemen, also es funktioniert nur auf einer CPU. Und tatsächlich ist es so, es wird genutzt, aber wenn, nutzt es nur das Betriebssystem, da es ja im privilegierten Modus sowieso läuft. Und da wird es auch nur genutzt, um auf eigene Datenstrukturen zuzugreifen, also Betriebssystem intern, oder um besonders ungünstige Interrupt-Situationen vorzubeugen. Also es kann durchaus den Fall innerhalb von einem Betriebssystem geben, dass ich sage, okay, jetzt brauche ich für eine bestimmte Zeitscheibe kein Interrupt.
der mich zum Beispiel unterbricht, dann kann das ein Betriebssystem durchaus machen. Sowas muss man aber mit Maßen einsetzen, weil auch da gilt das Gleiche. Was habe ich denn davon, wenn das Betriebssystem jetzt diese Interrupts disabled und dann 3 Stunden lang läuft und keine anderen Programme zum Beispiel reinscheduled? Ja, also das ist tatsächlich so ein Problem an der Stelle. So, dann Ansatz 2, ne, eine einfache Variable. Und hier wollen wir einfach mal verdeutlichen, warum es nicht genügt, dass ich einfach nur eine Variable nehme, die ich als Log nehme. Also man könnte sich überlegen, ich nehme einfach einen Flag, also eine Variable, da schreibe ich 0 oder 1 rein und ich verwende das als Log, also ohne diese Methoden, die wir ursprünglich hatten. Zur Erinnerung, im POSIX-System, also was wir in dem Abschnitt vorher hatten, hatten wir ja auch nur eine Variable, aber in Kombination mit einer Log- und Unlock-Routine. Ja, und da schauen wir uns nochmal im Detail an, wie das funktioniert. Also die Grundidee ist folgende. Ich habe eine ganz einfache Variable, ne, ein Flag, also das wäre ein Bit, das ich setzen kann, und die verwende ich als Log. In dem Moment, wenn ich das Log aufrufe, dann teste ich, ob das Flag 1 ist, also ob es gesetzt ist. Und wenn es nicht auf 1 sitzt, auf 1 gesetzt ist, dann kann ich es entsprechend auf 1 setzen. Und dann hat ja mein Thread dieses Log und kann entsprechend auch laufen. Und wenn jetzt ein zweiter Thread dieses Log aufruft, dann wartet er so lange, bis das Flag wieder auf 0 gesetzt wurde. So die Theorie. Ja. Und das klingt erstmal super einfach und das klingt auch so, als könnte gar nicht schief gehen. Ne. In Realität ist es leider so, kann alles schief gehen an der Stelle. Ja. Und da konstruieren wir mal ein Beispiel, wo wir das direkt kaputt machen können. Und zwar, wie bekomme ich es hin, dass ich eben keinen gegenseitigen Ausschluss habe? Und das hier so ein bisschen pseudocode-technisch geschrieben. Ne? Ich habe einen Thread 1 auf der linken Seite und einen Thread 2 auf der rechten Seite. Der Thread 1, der ruft die Log-Funktion auf oder Log-Routine auf. Und dann prüft er, solange das Flag auf 1 gesetzt ist, ne, dann kann ich irgendwas machen. Jetzt ist es so, in dem Moment, wo er das geprüft hat, der erste Befehl, der kommt, ist nichts, sondern er wird unterbrochen, also durch einen Interrupt. Das heißt, ein Context-Switch wird ausgeführt und wir gehen rüber zu Thread 2. Ne? Und der ruft einen Log auf und der prüft eben, ne? Also das geht an der Stelle, der ruft einen Log auf, der prüft, solange das Flag 1 ist, dann kann ich irgendwas machen. Jetzt setzt er nämlich das Flag 1, na, also ganz wichtig, wir sind jetzt in dieser Situation, wo wir das nicht in der Operation machen, sondern wir machen das selbst. Das heißt, er setzt jetzt dieses Flag, er kann jetzt laufen. Und jetzt wieder unterbrochen. Wir switchen wieder zurück zu Thread 1. Und Thread 1 ist ja schon in den Code reingegangen. Und er wollte ja gerade das Flag gleich einsetzen. Das heißt, jetzt sind beide plötzlich in der Situation, dass sie das Flag setzen können und beide können laufen. Ja. Und was bedeutet das? Also das eine Problem, was wir haben, das ist Korrektheit. Das heißt, durch einen ganz ungünstigen Context-Switch, und der ist jetzt hier einfach konstruiert, schaffen es beide Threads zu laufen. Da beide Threads das Flag auf 1 setzen konnten. Und sowas kann man tatsächlich auch konstruieren, wenn man das nur mit einer Variable macht. Und das andere ist natürlich ein Performance-Problem. Während ein Thread auf das Log wartet, prüft er natürlich ständig die Variable. Ja, da verschwendet er Rechenzeit. Das heißt, ich verschwende die Rechenzeit, ich verschwende CPU-Cycles, bis ich einen Context-Switch erreiche. Und ich habe permanenten Speicherzugriff an der Stelle. Wir wissen ja auch, dass vom letzten Mal ein Speicherzugriff ist ja relativ teuer. Und die Situation, die hat im Englischen auch einen eigenen Begriff. Das ist Spin-Waiting. Also man dreht sich so permanent im Kreis und wartet da entsprechend. Na, da kommt das her. Und dieses Spin-Waiting ist bei diesen gegenseitigen Ausschlüssen tatsächlich ein Riesenproblem. Das verfolgt uns jetzt auch bei den beiden Beispielen, die wir haben. Und am Ende, glaube ich, kommt noch ein Beispiel, wo das auch gelöst wird. So, was können wir noch machen? Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Test and Set ist so ein Ansatz, den man da wählen kann. Also Spinlogs mit Test and Set. Und das ist eine Hardware-Unterstützung. Die gibt es ungefähr, glaube ich, seit den 1960ern und die ist auch heute noch im Einsatz. Und die findet sich auch in i86 oder x86er Systemen. Und das ist eine Test and Set. Und manchmal heißt es auch Atomic Exchange, also so heißt es bei x86. Und das ist tatsächlich ein Assembler. Operation, die implementiert ist und die in dem Befehlssatz verfügbar ist. Und wie sieht das aus? Ja. Hier so ein bisschen als C-Pseudocode. Die Test-and-Set-Methode. Da werfe ich einen Pointer rein
und neuer Wert. Ne? Und wie sieht das jetzt aus? Ich habe hier den alten Wert, der bekommt den Wert, den ich da oben übergeben habe. Ne? Dann setze ich da diesen neuen Wert rein, den ich in die Methode reingeworfen habe. Ne? Also store new into old Pointer, das ist, was da rein kopiert wird. Und dann gebe ich den alten Wert zurück. Also der alte Wert, ja, der wandert an die Adresse von Old Pointer, ja, und setzt gleichzeitig den Wert, was in Old Pointer, also an dieser Adresse steht, auf den Inhalt von new. Ja. Und jetzt ganz, ganz wichtig, was da drin passiert, das ist atomar. Ja. Also, was, also der C-Code nicht, ja, also der C-Code, der hier steht, ist nicht atomar, sondern was in dem x86er als Maschinenbefehl passiert ist, das funktioniert wirklich atomar. Das heißt, das kann nicht unterbrochen werden durch den Interrupt. Ja? Das ist eben dieses Test and Set, was an der Stelle passiert. Ja, und jetzt können wir uns mal überlegen, warum funktioniert das eigentlich? Ne, also wenn man sich das anguckt, ich habe das auch zwei, dreimal lesen müssen. Ne, ich habe das früher irgendwann mal gelernt. Und da hat man auch überlegt, warum funktioniert das eigentlich, was da steht. Das können wir uns mal im Detail angucken. Also Annahme, der Thread ruft Log auf. Und kein anderer Thread hält dieses Log aktuell. Das heißt, das Flag ist 0. Das heißt, in dem Moment liefert Test and Set den Wert 0 zurück. Also wird das, der aufgerufene Thread wird nicht weiter prüfen. Ne? Das heißt, der fällt nicht in diesen Spinning-Modus rein. Außerdem, weil ja jetzt diese drei Zeilen atomar ablaufen, ja, wird das Flag auf 1 gesetzt. Und dadurch kann eben kein anderer Thread, der jetzt versucht, noch auf dieses Log zuzugreifen, dieses Log bekommen. Das heißt, alle anderen warten erstmal. Und erst wenn der Thread fertig ist, ruft er eben das Unlock auf und dann wird das Flag wieder zurück auf 0 gesetzt. Ja, also deswegen funktioniert dieses eine Szenario. Jetzt überlegen wir uns nochmal das andere Szenario. Was ist denn, wenn der andere Thread das Log schon hat? Das heißt, dieses Flag hat den Wert 1. Dann liefert diese Test and Set Methode 1, ja, weil die steht ja drin. Also wird der aufrufende Thread auch nicht weiter prüfen. Ja? Das heißt, der läuft auch erstmal nicht weiter. Und das Flag wird jetzt außerdem auf 1 gesetzt. Ne? Und das ist das, was jetzt in diesem Code drin steckt. Wenn ich hier eine 1 reinwerfe, dann wird immer, ne, also für beide Varianten wird es auf 1 gesetzt. Ist es schon 1, wird es auf 1 gesetzt. Und ist es 0, dann wird es auch auf 1 gesetzt. Das heißt, das ist an der Stelle aber nicht weiter schlimm, weil es ja schon auf 1 gesetzt, 1 war. Das heißt, solange der andere Thread das Log besitzt, egal wie oft ich das teste, ja, bleibt das Ding immer bei 1, bis ich eben durch so ein Unlock das zurück auf 0 setze. Das ist, also ich hoffe, die grundlegende Funktionalität wird da klarer. So, das ist eben Test und Set. Und das funktioniert eben in einem Schritt. Das heißt, ich prüfe auf den Wert und setze den auch entsprechend. So, jetzt haben wir mit diesem Test und Set tatsächlich das allererste Log gebaut. An der Stelle sei vielleicht noch kurz darauf verwiesen. Es gibt dann noch mal knapp eine Seite Quellcode, wo diese Operation hier, also im Ausdeckbuch, gibt es dann noch mal knapp eine Seite Quellcode, wo das Test and Set entsprechend auch verwendet wird. Das gilt momentan für beide Beispiele, aber das hätte die Folien jetzt quasi gesprengt. Aber das war das, da nochmal reinpacken. Das heißt, da bitte nochmal durchschauen, wie das tatsächlich aufgerufen wird und dann sollte die Stelle auch klarer werden. So, genau, bevor ich noch weitermache an der Stelle, weil es gerade genannt wird. Also, danke für die Hinweise mit den Tippfehlern. An der Stelle gilt für alle Studierende in dem Kurs, Sie wissen es, Sie schreiben eine kleine E-Mail mit Vorlesung, Foliensatz und der Nummer der Folie und dem Fehler. Und für jeden Fehler, den Sie mir per E-Mail schicken, ne, das ist ganz wichtig, kommen Sie in die Liste rein. Und zur Klausur werden dann Gummibärchen verteilt. Das heißt, jeder, der mir einen Fehler findet und per E-Mail schickt, der bekommt Gummibärchen bei mir. Das ist die Gummibärchen-Challenge und die QS in meinen Vorlesungen, weil ich kann die aus den Chats leider jetzt so on the fly nicht korrigieren. Also, alle, die jetzt E-Mail schreiben, sie kommen in die Liste rein. Und hier haben wir FIFO, also First In, oder andersrum, First Come, First Serve.
Also der Erste, der kommt, der bekommt, der bekommt dann die Gummibärchen. Wie gesagt, am Ende vom Semester zur Klausur gibt sie dann. So, Spinlocks, oder Spinlock, genau. Also wir haben das erste funktionierende Lock gebaut. Und was wir jetzt eigentlich auch gebaut haben, ist ein Spinlock. Das heißt, es ist die einfachste Variante, ja. Da ist noch übrigens ein Tippfehler, ich sehe es gerade, ja. Weil man sich eben so lange um dieses Lock dreht, bis es wieder verfügbar ist. Und da verschwendet man halt leider und CPU-Cycle sind benutzt dementsprechend auch. Jetzt ganz wichtig, wenn man so ein Spinlock baut, dann benötigt man einen Preemptive Scheduler. Und ich hoffe, Sie erinnern sich noch, ich glaube, das war dann Einheit 2. Genau, weil der muss ja Threads per Timer unterbrechen können, ne, damit ein anderer Thread laufen kann. Wenn ich kein Preemptive Scheduling habe, dann machen Spinlocks auch keinen Sinn. Ja? Beziehungsweise also auf einer CPU machen die keinen Sinn. Da ja der Thread ohne das Preemptive Scheduling die CPU nicht freigeben würde. Also das muss mich einfach nochmal in Erinnerung rufen. Und weil es erwähnt wurde, im x86er Befehlssatz, da ist es eben, oben hatte ich es nochmal ausgeschrieben, wie es hieß, ne? Finde ich das jetzt nochmal? Wer weiß es? Ich komme mit den Namen gar nicht. Atomic Exchange, genau. Atomic Exchange, wie es im x86er steht. Und ich habe das hier mal rausgesucht, im x86er Instruction Set Reference. Das ist genau dieser eine Befehl, den wir vorhin in diesem Pseudo-C-Code beschrieben hatten, wie der umgesetzt wird. Und er sagt auch, in dem Text steht auch entsprechend drin: This instruction is useful for implementing semaphores or similar data structures for process synchronization. Unten der Link. So. Also das war der Ansatz 3, der Spinlock. So, jetzt schaue ich mal auf die Zeit. Wir hatten ja ein bisschen später angefangen. Ich hätte noch, es sind glaube ich noch, was habe ich da stehen? 9 Slides. Die Frage an den Chat: Sollen wir überziehen und weitermachen oder den Foliensatz das nächste Mal weitermachen? Also mir ist es gleichgültig. Wir können auch noch 10, 20 Minuten wahrscheinlich eher noch mal weitermachen. Der Chat darf entscheiden. Weitermachen. Ich meine, die Aufnahmen gibt es nachher eh. Entweder wir machen hier einen Break bei den Spinlocks oder wir machen das ist nächstes Mal noch weiter. Da warte ich kurz. Jetzt bräuchte ich so ein bisschen Jeopardy-Musik an der Stelle. Ende für heute würde Break bedeuten. Ich weiß ja nicht, ob sie nachher noch was haben. Aber ich habe ja um 14 Uhr, genau, jetzt kommt weiter. Also es kämen jetzt noch so zwei Lösungsansätze. Jetzt müssen wir fast so eine Umfrage machen, ne? So. Schauen wir mal. Es ist so geteilt, ne? Also Break ist jetzt teilweise da. Paar sagen weiter. Ich guck mal gerade noch, was in dem was im anderen Chat kommt. Genau, ich schaue gerade mal rein. Also 80% von der Umfrage, zumindest im Twitch-Chat, war für weitermachen. Wir haben jetzt im Discord einen für Break. Also, falls Sie aussteigen wollen, weil Sie vielleicht nachher noch irgendwas haben. Ja, 2/3 sind für. Ja, verändert sich noch, ne? 2/3 sind für weitermachen.
Machen wir noch ein bisschen weiter. Und weitermachen kam raus. Okay, machen wir weiter. Genau, da sieht man 59% jetzt plus das im Discord. Machen wir weiter. Spinlocks, kurze Betrachtung. Wir hatten gesagt, also vorhin hatten wir Korrektheit, Fairness und Performance angeschaut. Korrektheit, wenn wie zuvor umgesetzt, ja, dann stellt ein Spinlock auf jeden Fall sicher, dass immer nur ein einziger Thread einen kritischen Abschnitt ausführen kann. Also das klappt, ne? Da waren wir eigentlich ganz gut. Was die Fairness angeht, da muss man sagen, nope, ja. Es kann leider sein, dass ein wartender Thread niemals in den kritischen Abschnitt reinkommt. Ja, und das heißt eigentlich, ein wartender Thread, der kann verhungern. Ja. Das heißt, das Problem haben wir an der Stelle nicht gelöst. Und was haben wir denn noch? Die Performance. Jeder wartende Thread nutzt eine Zeitscheibe zum Prüfen, ja. Das heißt, auf einem ein CPU-System ist es nicht sonderlich performant. Ja. Auf einem Multi-CPU-System ist es okay, ganz wichtig, solange die Anzahl der Threads ungefähr der Anzahl der CPUs entspricht. Na, dann ist es erstmal gar nicht so schlimm, weil eben jeder Thread auf einer CPU laufen kann. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass dieser wartende Thread in diesem Spinlock einfach nur CPU-Cycles verbraucht, weil er immer bis zum Ende von seiner Zeitscheibe läuft. Und da wissen Sie vielleicht auch noch von den Vorlesungen vorher. Je nachdem, was mein Scheduling-Algorithmus ich für meinen Prozess habe, wenn der eben die ganze Zeit aufbraucht, dann wird er erstmal runter priorisiert, ja, weil ja die CPU plötzlich davon ausgeht, oder das Betriebssystem davon ausgeht, hey, dieser Prozess ist braucht immer seine ganze Zeitscheibe, also ist das ein rechenintensiver Prozess, also können wir den runter priorisieren, das ist anscheinend kein interaktiver Prozess, ne? Das steckt an der Stelle dahinter. Es gibt noch einen zweiten Ansatz, das Compare and Swap. Und das ist auch ganz gängig auf x86-System, also das ist auch XMP-Exchange. Auch da unten habe ich nochmal aus dem Instruction Set References rausgesucht. Und der funktioniert so ähnlich. Auch hier den Pseudocode nochmal angegeben. Der prüft, ob der Wert an der Adresse von an der Stelle von Pointer, also das, was ich reingebe, dem Wert von Expected entspricht, also dem Wert, den ich erwarte. Und falls ja, wird der Wert von New gesetzt. Also wenn das dem entspricht, dann wird diese dritte Variable, die ich reingegeben habe, also der dritte Wert gesetzt, also das New gesetzt. So. Und ganz wichtig, ich habe den ja gesetzt, aber an der Stelle liefere ich den unveränderten Wert. Na, der vorher an diesem Pointer saß, den liefere ich zurück. Das heißt, ich bekomme den Wert zurück, der ursprünglich drin stand. Ich habe das verglichen mit einem Wert, den ich vermute oder erwarte und setze aber den neuen Wert, den ich mit überliefere. Und im Prinzip ist die Verwendung an der Stelle analog zu dem Test and Swap. Also man sieht da immer innerhalb dieses Stückchen Codes, mache ich alles quasi auf einmal. Das heißt, ich prüfe und liefere eben einen Wert zurück. Und als kleinen Tipp, was ich da geben kann, nehmen Sie diesen Codeabschnitt mal, also beide von dem Compare and Swap und von dem, ach, das andere war nicht Test and Swap, das war Test and Set, Entschuldigung für den Fehler. An der Stelle ist es so, programmieren Sie es mal in Java oder C++, je nachdem, welche Sprache Ihnen liegt, oder vielleicht auch in C, wenn Sie wollen, und schauen Sie sich mal wirklich an, welche Werte da drin stehen. Ja? Einfach, dass Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie das funktioniert. Auch an der Stelle wieder, dieses Stückchen Code, also was hier jetzt als Pseudocode dasteht, das wird natürlich im x86er, also dieser eine Befehl, atomar ausgeführt. Das heißt, der kann nicht unterbrochen werden durch den Interrupt. Ja? Okay. Dann gibt es noch weitere Ansätze und auch dessen hardwarebasierte Ansätze. Genau, bevor wir da drauf kommen, genau, dann wird auf ARM-CPUs Multithreading anders unterstützt oder implementiert. Also implementiert, die Funktionsweise, wie ich das nutze, ist im Prinzip das gleiche, aber der Befehlsset ist anders. Ich überlege jetzt gerade mal. Im Osterbuch, also zwei, die ich auch hier habe, also die Frage kommt da gerade passend. In Kapitel 28, das sind noch zwei andere
Arten beschrieben. Ne? Einmal Load Linked and Store Conditional und Fetch and Add. Und die habe ich jetzt da nicht drin, weil zum Beispiel Load Linked und Store Conditional auf, ich überlege gerade, auf Spark implementiert ist. Also für diese Umsetzung gibt es dann auf Spark-System entsprechend einen eigenen Befehl. Also jede Rechnerarchitektur liefert da im Prinzip ihre eigene Unterstützung. Aber die Prinzipien, also das, was wir bisher durchgesprochen hatten, ist eigentlich immer das Gleiche. Ja. Also die Grundprinzipien sind erstmal wichtig an der Stelle. Wie es dann implementiert ist, kann man sich ja dann gerne auch nochmal pro System entsprechend anschauen. Was wir bisher hatten, ein Problem, der Thread, der auf einen Lock wartet, verschwendet ja aber unter Umständen die ganze Zeitscheibe. Das hatten wir jetzt ja schon mal angesprochen. Ne? Und angenommen, ich hätte jetzt N-Threads und einer läuft, ja, dann würden wir ja, das habe ich jetzt glaube ich gerade vertauscht, aber bei N-Threads würden wir ja N-1 Zeitscheiben verschwenden. Ja, das heißt, jeder Thread, der einmal läuft, der wartet, bis der ursprüngliche Thread wieder dran ist. Das heißt, angenommen, ich habe 10 Threads. Ein Thread rechnet und die anderen 9 Threads, die werden einfach nacheinander wie bei einem Round Robin gescheduled. Und jeder dieser Threads wartet dann, bis er drankommt. Dann wartet er, ob er den Lock bekommt. Und wenn er den bis zum Ende nicht hat, dann gibt er eben, oder da ist die Zeitscheibe fertig und ein anderer Thread wird gescheduled. Das ist jetzt ein bisschen suboptimal, glaube ich, ja. Also, da gibt es einen Lösungsansatz, das Yield. Und was können wir da machen? Anstelle, dass so ein Thread wartet, kann er einfach sagen, mit einem Yield-Befehl entschedule ich mich. Das heißt, ein anderer Thread kann anstelle dessen gescheduled werden. Das hatten wir am Anfang auch bei Prozessen schon mal, wo wir gesagt hatten, Prozesse können ja, bevor ihre Zeitscheibe ganz aufgebraucht wird, ihre Zeitscheibe abgeben oder wieder die Kontrolle zurück an die CPU übergeben. Und das wäre hier zum Beispiel auch, das ist in der Mitte, wo das Lock aufgerufen wird, da kann man so while test and set, ja, das Flag reingeworfen, die 1 gleich 1, also ich möchte wissen, solange ich eigentlich geblockt bin, dann gebe ich instant das Yield ab. Ja, also, oder andersrum, dann rufe ich das Yield auf. Das heißt, der Thread sagt, ich werde jetzt nicht mehr ausgeführt und die CPU kann einen anderen Thread schedulen. Wenn das jeder Thread macht, dann kann in einer Zeitscheibe können im Prinzip alle Threads durchgetestet werden, bis das Lock nicht mehr da ist. Das funktioniert ganz gut, wenn ich zwei Threads habe. Was ist jetzt aber, wenn ich viele Threads habe? Wenn ich 10 habe, wenn ich plötzlich 100 Threads habe? Dann fange ich halt wieder an, plötzlich ganz viele Kontext-Switches auszuführen. Und das lohnt sich erst ab einer gewissen Laufzeit im Thread. Das wissen Sie auch noch. Wir hatten das am Anfang ja mal gesagt. Wann lohnt sich eigentlich so ein Context-Switch. Da ist er damit verbunden, dass ich die ganzen Register leerräume, dass ich das wegspeichere, dass ich einen anderen Thread lade, dass ich das in die Register reinschreibe. Und wenn ich das alles immer nur mache, um mal schnell zu gucken, ob ich jetzt die Möglichkeit habe zu laufen, das ist ja so ein Lotteriespiel, was ich da mache. Ne? Also ist so recht ungeschickt an der Stelle. Genau, jetzt schaue ich gerade kurz zu, ist Yield in der Praxis gut, wenn einer im Idle ist? Das Yield sagt eigentlich nichts anderes als, ich mache jetzt nichts und ich als Thread kann jetzt deschedult werden. Das heißt, die CPU kann den Thread nehmen und irgendwas anderes schedulen. Und dieser Prozess macht ja im Prinzip erst wo dann weiter. Der macht quasi mit der Instruktion, quasi mit dem Rücksprung aus der Methode erst dann weiter, wenn wieder gescheduled wird. Und dann entsprechend, was würde nach dem Blockaufruf kommen? Ne? Das wäre dann wieder beim nächsten Mal schedulen. Und wenn das jetzt in der Schleife passiert, dieses Lock, also ich versuche so lange das Lock aufzurufen, bis ich irgendwas machen darf, dann würde ich jedes Mal in dieser Schleife rausspringen und es kann eben ein anderer Thread gescheduled werden vom Betriebssystem. Also das ist eine Möglichkeit, ich gebe freiwillig ab. Das hat jetzt noch einen Vorteil, das kann man sich auch mal überlegen, das hat man ja auch von der Priorisierung von Prozessen. Angenommen, dieser Thread ist der einige, der gerade läuft. Genau, ist der, mein Thread läuft jetzt gerade. Ich gebe ab, das heißt, ich habe in meinem Prozess nicht den ganzen
die ganze Zeitscheibe gebraucht, also kann ich im Prinzip hochprojiziert werden. Jetzt kommt die Frage, steht hinter Yield ein Systemcall? Ich weiß es nicht. Ich habe mir das Yield nicht angeschaut. Es ist nur das Signal an das Betriebssystem, ich gebe ab. Müsste ich selber einmal reinschauen, genau. Also da bin ich leider zeittechnisch auch nicht mehr dazu gekommen, alles Business-Detail durchzuforschen. Ich mache es das erste Mal in dem Semester, ne? Nächstes Semester weiß ich wahrscheinlich mehr. So, und es gibt noch einen zweiten Ansatz, ne? Also Yield ist eine Möglichkeit, wo ich sage, ich gebe einmal ab. Ich bin auch noch nicht dazu gekommen, die ganzen Beispiele dazu zu programmieren, ja? Ich wollte eigentlich für das alles noch Beispiele bereitstellen, aber das hat bisher leider auch noch nicht geklappt. Also Yield ist eine Variante. Und ich habe noch einen zweiten Lösungsansatz. Also Queues könnte ich noch verwenden. Und zwar war es ja bisher so, ich habe ja alles dem Zufall überlassen. Das heißt, ich habe gesagt, hey, ich habe hier meine ganzen Threads, die werden irgendwie gescheduled. Und der Scheduler entscheidet eben darüber, welcher Thread als nächstes ausgeführt wird. Und je nachdem, welcher Thread entsprechend ausgeführt wird, ja, dann wartet er ja auf das Log, ja, oder er entscheduled sich mit Yield wieder, während ein anderer Thread hätte ausgeführt werden können. In beiden Fällen ist es Verschwendung von Rechenkapazität. Im schlimmsten Fall könnte es ja so sein, dass das Betriebssystem immer gerade einen Thread auswählt, der auf ein Log wartet. Und dieses Log gibt es ja eigentlich noch. Ja? Und da ist dann so die Frage, bisher war ja alles hardwarebasiert mit dem Log. Ja? Und da ist die Frage, wie kann man das verbessern? Und da kann entsprechend jetzt das Betriebssystem helfen. Oh, und das. Nein, und da fehlt mir die Seite. Appala. Okay, dann erzähle ich das nochmal kurz. Und dann sind wir tatsächlich mehr mit 20 Minuten ein bisschen drüber schon fertig. Okay, welche Seite fehlt denn jetzt? Was mache ich denn? Ich kann mir Queues bauen. Ja? Und zwar steckt in diesem zweiten Lösungsansatz, dass jeder Thread, der auf ein Log wartet, in eine eigene Queue reingepackt wird. Ja, und warum macht das jetzt Sinn? Das kann man sich jetzt einmal überlegen. Wenn jeder Thread in so einer Queue drin ist, dann weiß ja der Prozessor, abhängig davon, von welchem Log ich gerade spreche, welchen Thread ich nehmen sollte. Beziehungsweise, solange dieses Log noch nicht freigegeben ist, dann brauche ich aus dieser Queue auch gar nicht versuchen, einen Thread zu schedulen. Ja, weil das weiß ich dann. Das heißt, da können Hardware und Betriebssystem miteinander interagieren.